habe gehört, dass Piki ab heute eine neue Smoothie-Sorte anbietet. Oh, ich frage mich, was das für eine ist. Es geht das Gerücht um, dass es Mango ist. Ach, ich stehe nicht so auf Mango. Hä? Ah, ich stehe total auf Mangos. Echt jetzt? Was? Ich lasse mich halt gern von anderen überzeugen. Komm schon. Zwei süße Mango-Smoothies kommen sofort. Ui. Und mit sofort meine ich gleich nach den 50 anderen. Wow! Dein Geschäft boomt ja, Piki! Ja, ich stecke bis zum Hals in Bestellungen. Wir können dir helfen. Oh, toll! Ihr könnt Shini in der Küche helfen. Sie reißt sich da den Hintern auf. Oh, ich muss noch mehr Bestellungen aufnehmen. Na los, gucken wir nach Shini. Wow, was ist denn hier passiert? Später noch feiern. Aber zuerst müssen wir Shini mit den Bestellungen helfen. Oh, ich schaff das nicht. Es sind zu viele. Aber natürlich schaffst du das. Du hast doch uns, Shini. Und wir können zaubern. Sieh gut zu. Meine armen Freunde müssen da drin ganz schön schuften. Die Bestellungen gehen ja schon durch die Decke. Sag ich doch, durch die Decke. Brauchen wir noch andere Zutaten für die Smoothies, bevor wir die Mangos entsaften? Nur etwas Weizengras. Ich bin allergisch. Du bist allergisch gegen Weizengras? Ha, warum wusste ich nichts davon? Muss saisonal sein. Dann öffne bloß nicht diese Tür. Diese hier? Ja, genau diese Tür. Schnell! Wir müssen diese Riesenmango aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Keine plötzlichen Bewegungen. Die große Eröffnung. Ich glaube, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Oh, Bree, Twist, ihr habt's geschafft. Ja. Und wir haben euch was mitgebracht. Oh, aber das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Und was genau soll das sein? Ich nenne es die Häschen-Tauschmaschine. Und was kann so ein Tausch, wie auch immer das heißen mag? Es vertauscht die Geschmacksrichtung. Hör zu, um die Geschmacksknospen deiner Gäste wachzurütteln, nehmen wir eine Jalapeno und ein Fruchtgummi. Legen beides da rein und drehen am Schalter und... Daran muss ich wohl noch etwas arbeiten. Was? Was ist denn passiert? Und warum trage ich plötzlich deine Klamotten? Es sieht so aus, als hätten wir die Körper getauscht. Keine Sorge, ich kriege das wieder hin. Ich muss nur kurz was umstellen. Wir haben Körper getauscht! Nein! Nicht heute! Du musst das sofort rückgängig machen. Ja, wenn das wieder heil ist. Oh, ich fasse es nicht. Larissa wird jeden Moment hier sein, um eine Kritik über die große Eröffnungsfeier zu schreiben. Keine Sorge. Wir tun einfach so, als wären wir die andere, bis ich dieses Ding repariert habe. Piki? Shini? Hallo? Oh nein! Ganz ruhig. Ich sorge dafür, dass du eine 5-Sterne-Bewertung bekommst. Versprochen. Twist, versuch die Häschen-Tauschmaschine zu reparieren. Und zwar schnell. Ah, Larissa Ringlet! Willkommen zur großen Eröffnung von
der Laden doch gleich. Oh, das Dschungelwald-Café! Okay, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Piggy, geht's dir gut? Ihr geht's fantastisch. Sie ist nur nervös. Ist ein großer Tag. Oh, Bree, was machst du denn hier? Emotionale Unterstützung. Naja, es dürfte allen klar sein, dass so eine Erfinderknalltüte wie ich niemals so ein Café führen könnte. Hey! Ihr zwei verhaltet euch irgendwie eigenartig. Ah, Larissa! Kann ich dich vielleicht zu einem von Pikis leckeren Cupcakes überreden? Der ist echt gut. Was ist deine Geheimzutat? Keine Ahnung. Ich hab irgendwas gemixt. Eigentlich ist das Ahornsirup. Woher kennst du die Zutaten aus Pikis Rezepten? Und was ist mit deiner Stimme? Nichts ist. Ich bin nur so aufgeregt wegen der Eröffnung meines, ihres Cafés. Was ist hier eigentlich los? Hier? Du meinst am großen Eröffnungstag des Dschungelwald-Cafés? Gar nichts. Piki, vielleicht sollten wir Larissa und Ringlet ein Dschungelwald-Spezial bringen. Ein Spezial? Warum? Na, weil die so köstlich sind. Oh ja, richtig, das sind sie ja. Und jetzt noch die geheime Zutat für unseren neuen Duft, mein Aroma-Amigo. Was ist das? Ein Tröpfchen wilde Lilie, nur ein bisschen. Aber es verleiht ihm den gewissen Kick. Zu viel davon und Wunderwald stinkt wieder. Vorsicht! Wir haben dich total erschreckt. Ja, hallo Tamika. Was geht ab, Burst? Könntet ihr mir kurz die Pflanze dort bringen? Na klar. Der geht an dich. Ja, da musst du schon viel, viel, viel früher aufstehen, um mir einen Streich zu spielen. Klingt nach einer Herausforderung. Ich beobachte dich. Wir brauchen noch mehr Blumen für unser neues Parfum-Caper. Und pass auf, dass uns niemand reinlegt. Ich hab alles im Blick. Die werden den Stinktieren den Gestank schon austreiben. Dann mal los. Sie müssen runterfallen. Ich rieche dort drüben ein paar herrliche Blüten. Vielleicht muss man diesen Schalter umlegen. Ach ja, das hier ist doch der perfekte Ort für unser Picknick-Flap. Spinnen! Haha, hab dich reingelegt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst jemand anderer. Mach's gut. Die beiden werden so rot anlaufen, dass man sie noch aus dem Weltraum sehen kann. Achtung, sie kommen. Das ist doch ein schöner Platz. Jetzt. Hey, habt ihr noch zwei Plätze frei? Natürlich. Wir rutschen einfach zur Seite. Oh, das tut mir unendlich leid. Aber diese Farbe steht dir wirklich gut. Die Lilien fangen an zu blühen. Na komm, Caper. Damit werden sie niemals rechnen. Diese Lilien sind genau das, was wir noch gebraucht haben. Hey! Wieso geht das nicht? Das hat ja toll geklappt. Nicht vergessen, du darfst dich nicht an deinem Schwanz aufhängen, bis der Verband abkommt. Okay. Okay. Mach's gut. Alles klar. Wer ist der nächste Sprint? Das war's. Das war's? Das waren schon alle? Zu früh gefreut. Oh, wo kommen die denn her? Danessa, zum Glück bist du noch hier. Tamika, Burst, wart ihr das? Zuerst dachte ich, es wäre nur eine Erkältung, aber dann passierten seltsame Dinge. Was meinst du mit
Dinge. Es ist schwer, das zu beschreiben. Aber jedes Mal, wenn Burst niest, dann passiert etwas, etwas sehr Ungewöhnliches. Achiu! Entschuldigung. Oh, siehst du, was ich meine? Oh Mann! Hier stimmt definitiv irgendetwas nicht. Oh nein! Oh. Was? Entschuldigung. Was denn? Hä? Oh, es sieht so aus, als hätten wir hier einen seltenen Fall von Zauberonchitis. Nein! Doch keine Zauberonchitis! Warte, was ist das? Also klinisch betrachtet ist es ein zufälliger Ausbruch von Zauberei, der sich in Form eines Niesens äußert. Magischer Schnupfen. Oh. Oh. Ist das was Ernstes? Weißt du, wenn es heute nicht behandelt wird, dann könnten die Symptome für immer bleiben. Wir sollten besser gehen. Gehen? Wohin? Zu den heilenden Quellen. Dann wird Burst ganz sicher wieder gesund. Es ist nur noch ein ganz kleines Stückchen. Gut, denn ich kann es nicht ertragen, Burst so zu sehen. So, wir sind fast fertig. Hast du den Stoff gefunden? Hier ist er. Oh. Wer könnte das sein? Hallo? Hier ist niemand. Merkwürdig. Okay. Oh, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Hallo? Ist da jemand? Überraschung! Tamika, Burst, was macht ihr denn hier? Oh nein. War das heute? Kommen wir etwa ungelegen? Ja, ich meine, nein. Wir sind nur gerade dabei, unserer Kollektion den letzten Schliff zu verleihen und... Vielleicht sollten wir einfach später wiederkommen. Nein, nein, kommt rein, kommt rein. Wow, was für eine... Unordnung? Oh. Nein, Kollektion, sie sieht einfach umwerfend aus. Und dann diese Blumen. Wow, einfach nur wow. Das sind Sumpflilien, sehr selten. Um die zu bekommen, sind Flap und ich extra durch den super stinkigen Sumpf gelaufen. Aha. Sie sind der Mittelpunkt unserer Kollektion. Es sieht alles so unglaublich schön aus. Danke. Flap und ich müssen uns beeilen, damit wir heute Abend mit allem fertig sind. Denn dann kommt der Transporter, um alles zur Modenschau in Dschungelwald zu bringen. Du hast recht. Wir müssen weitermachen. Können wir helfen? Nein, ihr könnt. Macht es euch doch gemütlich, während wir hier alles fertig machen. Sie wirken ganz schön gestresst. Vielleicht können wir ihnen helfen, wenn wir hier ein wenig aufräumen. Dann werden sie bestimmt schneller fertig. Ja, ja, ja. Wir machen uns einfach unsichtbar. Ja. Was ist denn hier passiert? Überraschung! Oh nein! Was habt ihr getan? Oh, wir haben nur ein bisschen aufgeräumt.
Das haben wir doch gern gemacht. Meine Sachen, wo sind sie? Es ist alles wieder ordentlich verstaut. La 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 la. Ihr versteht das nicht. Das ist unsere Art zu arbeiten. In solch einem Durcheinander? Das ist kein Durcheinander. Das nennt man kreatives Chaos. La 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 la. Das wussten wir nicht. Das tut uns leid. Oh, schon okay. Ihr habt nur versucht zu helfen. Wisst ihr was? Warum macht ihr zwei euch nicht was zu essen? Unsere Küche ist gleich da drüben. Okay. Alles klar. Wo waren wir? Oh ja. Das hat gut geschmeckt. Oh. Entschuldigung. Petter und Flap sind bestimmt ganz ausgehungert. Wieso überraschen wir sie nicht mit einem kleinen Snack? Jetzt müssen wir nur noch die Sumpflilien befestigen und dann sind wir fertig. Wo kommt das denn plötzlich her? Überraschung! Bereit? Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Hey, was habt ihr denn vor, Mädels? Wir proben für die Aufführung heute Abend von Flamingosee. Toll! Ihr seht so graziös aus. Ich bin sicher, es wird ganz... Oh. Schon okay, Kiba. Ich bin sicher, du kriegst das hin. Ich befürchte, sie hat zwei linke Füße. Vielleicht kann ich helfen. Wie der Zufall es will, habe ich gerade neu und sehr schicke... Tada! Diese Techno-Schühchen haben Düsenantrieb und Stabilisatoren, die dich auf den Füßen halten, damit du die ganze Nacht tanzen kannst. Erste Position, Flamingos. Oh, ich kann ja doch tanzen. Ah, unsere Aufführung ist gerettet. Oh. Toll, Kiba, aber spar dir das lieber für heute Abend auf. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich glaube, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Techno-Schühchen noch nicht getestet worden sind. Fang den Flamingo! Entschuldigung! Es ist nicht gerade zufällig ein wild gewordener Flamingo an euch vorbeigeflattert? Es tut mir so leid, wie es aussieht, habe ich Kibas Techno-Schühchen zu viel Sprungkraft verpasst. Jeder macht mal Fehler. Aber jetzt müssen wir versuchen, Kiba und unsere Aufführung heute Abend zu retten. Ich kann nicht aufhören, zu tanzen. Umzingelt sie. Sie kann nicht an uns allen vorbeispringen. Doch, das kann sie. Ich habe eine Idee. Schnapp dir eine Seite von der Tischdecke. Wir schleudern sie in die Luft und du springst hoch und holst dir die Schuhe. Jetzt Twist! Entschuldigung! So langsam ist das nicht mehr lustig. Ich glaube, diesmal erwische ich sie. Oh, das war wohl nichts. Na, mal sehen, ob sie mir ins Netz tanzt. Nein, sieht nicht so aus. Jetzt hängen wir ganz schön in Was für eine Aussicht. War das nicht lustig, Kompass? Wir sind noch nicht fertig. Was? Wir sind noch nicht fertig? Wirklich? Willst du ein Wettrennen? Ja. Gut, ich sag dir was. Der Letzte, der unten ist, macht dem Gewinner ein Smoothie. Ich will Banane. Banane? Was bist du doch für ein frecher kleiner Affe. Bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los. Unentschieden. Unentschieden? Du schuldest mir einen Bananensmoothie. Das war definitiv unentschieden. Und nein, ich schulde dir keinen Bananensmoothie. Wir haben beide exakt zur gleichen Zeit den Baumstamm berührt.
Wow, ich bin beeindruckt. Oh, hey, Larissa, Ringlet, danke. Wisst ihr, mit ein wenig Training... Und harter Arbeit? Richtig, und harter Arbeit könntet ihr zwei uns herausfordern. Warte, was? Oh, versteht mich nicht falsch. Ihr seid gut, aber wir sind Lemuren. Bäume sind irgendwie unser Ding. Ach, ist das so? Tja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kompass und ich euch mit Leichtigkeit abhängen werden. Wollen wir wetten? Oh Mann, das wirst du sowas von bereuen. Na dann, abgemacht. Ringlet wird für uns antreten. Und Kompass wird für uns antreten. Und um die Sache interessant zu machen, müssen die Verlierer den Gewinnern ein Mittagessen im Dschungelwald-Café ausgeben. Okay. Und um die Sache noch interessanter zu machen, sorge ich für ein paar Hindernisse. Wirklich? Das nennst du also Hindernisse? Ich bitte dich. Ist doch ein Kinderspiel. Ringlet macht Kleinholz daraus. Ja, mag sein, aber direkt nach Kompass. Lasst uns anfangen. Der Erste, der die Spitze erreicht, gewinnt. Bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los! Los, Ringlet! Los, Kompass, los! Los, Team Lemur! Zeig ihnen, wem die Bäume wirklich gehören, Kompass! Ist das nicht aufregend, Kompass? Das ist unsere erste Fahrt in einem Dschungelwaldboot. Blas das Horn! Ei, ei! Na los, blas das Horn! Ich hab's verschluckt. Du hast es verschluckt? Hallo? Bitte um Erlaubnis, an Bord zu kommen. Erlaubnis erteilt. Kommt schon, in dem Boot ist genug Platz für uns alle. Gut gemacht, Kompass. Nächster Halt, die große Eröffnungsfeier vom Dschungelwald-Café. Ja! Ist das nicht einfach herrlich? Ach, die pure Entspannung. Ja, wie ein Wellness-Tag auf dem Fluss. Ach, um Riesenfelsen voraus! Welcher Riesenfelsen? Zusammenzulaufen und zwar gleich nach den Stromschnee. Stromschnee? Stromschnee? Entschuldigung.
liebt Schokoladensmoothies. Sogar mehr als Fliegensmoothies. Eklig. Nein, die sind köstlich. Erst ein paar Stubenfliegen und ein paar Bremsen. Und dann als Topping fruchtige Fruchtfliegen. Ich glaube, mir wird schlecht. Wow, die kann aber schnell rennen. Ja, Piki sollte beim Dschungelmarathon dieses Wochenende mitlaufen. Oh, hey, ihr zwei. Das ist schon dieses Wochenende? Böste und ich wollten da schon immer mal mitmachen, aber wir sind nicht gerade die besten Läufer. Naja, wir könnten euch trainieren. Wow, ihr seid die schnellsten Läufer von Immergrün. Würdet ihr das tun? Sehr gern sogar. Aber ich warne euch, unsere Trainingsmethoden sind nichts für Leute mit schwachen Nerven. Keine Sorge, ich habe einen starken Herzschlag. Sehr gut, dann kann das Training ja beginnen. Erste Regel, keine Schokosmoothies. Wir kaufen auf Vorrat. Also, womit fängt unser Training an? Seilspringen? Nein. Das ist euer Trainingsplan. Wir müssen alles machen, was auf der Liste steht. Vertraut mir, es funktioniert. Auf die Plätze, fertig. Kannst du schon kurz helfen? Fangt den Specht ein und tragt ein bisschen Creme auf seinen Schnabel auf, damit er nicht wund wird. Okay. Also, wo ist der Specht? Wir schleichen uns an. Gleich wirst du eingecremt. Nicht so schlimm. Das war ganz schön anstrengend. Putzt der Hamsterratte die Zähne. Schneller, Böst! Erwischt! Und da du meinen besten Freund ausgelacht hast, benutzen wir Zahnpasta mit Kirschgeschmack. Und die schmeckt wie Hustensaft. Erledigt! Schon viel besser. Wisch den Honig von dem Bienenstock. Ich hoffe, dass die Bienen bessere Laune haben. Nope. Ich werde sie ablenken und du übernimmst den Bienenstock. Au! Worauf wartest du, Bass? Alles. Aua. Ich kann sie nicht abschütteln. Lauf! Eine Handwerksmesse im Café abzuhalten war eine gute Idee, Shini. Du hast immer so viele großartige Ideen. So wie diese? Essiggurken und Sardellen-Eiscreme. Ganz tolle Idee. Genauso wie unseren Freunden, umsonst Smoothies auszugeben. Flick gibt Malunterricht. Los, mal. Schneller. Larissa und Ringlet unterrichten Yoga. Strohhalmpose. Sage und Caper entwickeln ein neues Parfum. Oh nein. Du sagst es, mein Smoothie ist alle. Ich meine doch nicht dein Smoothie. Die blauen Blätter sind alle. Caper? Caper! Besorgst du bitte ein paar Blätter? Klar! Und vergiss nicht! Fass nicht die roten Juckkrautblätter an! Ich hoffe, er weiß, welche das sind. Genau rechtzeitig. Hallo alle zusammen. Wer von euch möchte mein Parfum probieren? Es ist kostenlos. Ja!
gut gemacht. Sie lieben unser Parfum. Sie springen vor Freude. Sie reiben ihre ganzen Körper damit ein. Sie können gar nicht genug davon kriegen. Was? Sie sind so glücklich, dass sie sich gegenseitig am Hintern kratzen. Nicht gut. Caper, welche Farbe hatten die Blätter, die du in das Parfum getan hast? Oh, oh. Caper, die roten Blätter erzeugen einen Juckreiz. Sie heißen doch nicht ohne Grund Juckkrautblätter. Man hört es doch schon an dem Namen. Entschuldigung. Komm schon, wir müssen diese Flasche loswerden, bevor sich noch jemand damit einsprüht. So, das war alles. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oh, oh. Ach ja, Shopping. Es gibt wohl kaum was Schöneres an so einem Tag. Was meinst du? Oh, jetzt hätte ich doch fast die Liste vergessen. Dschungelwald-Boutiquen, erledigt. Total erledigt. Shoppen bis zum Umfallen, erledigt. Jetzt müssen wir uns nur noch in ungefähr einer halben Stunde mit Kiki und Shini treffen und dann ist alles erledigt. Ist da etwa jemandem die Kraft ausgegangen? Hey, Sila. Hallo, Treebody. Hallo, Felicity. Oh, Flick. Du siehst aus, als könntest du ein Verwöhnprogramm gebrauchen. Ja, ja, ja. Treebody, hilf der armen Flick doch bitte hoch. Und dann bringen wir die beiden in meinen Salon, wo ihr eine Entspannungsbehandlung von mir bekommt. Ich bin nicht ganz sicher, Sila. Wir sind gleich mit Piki und Shini verabredet. Ich glaube, das wird zu knapp. Ich würde sagen, das hört sich für mich nach einer Express-Entspannungsbehandlung an. Oh. Okay. Eine Express-Entspannungsbehandlung klingt perfekt. Keine Sorge, Felicity. Wir schaffen das. Yay! So, und jetzt möchte ich, dass ihr zwei euch entspannt, während ich meine berühmte entkrampfende Gesichtsmaske anrühren werde. Ich garantiere, sie wirkt sehr beruhigend auf die Haut. Und zwar augenblicklich. Klingt toll, ich kann's kaum erwarten. Wortwörtlich. Oh. So, das Schwierigste haben wir erledigt. Jetzt rühren wir die Maske an. Oh. Das wird perfekt. Noch ein kleines bisschen hiervon. Oh. Und jetzt noch das. Und noch ein kleines bisschen dies, ein kleines bisschen das. Komm schon, komm schon. Oh, wir kommen viel zu spät. Hey, wäre es sehr gemein von mir, jetzt einen Zauber zu benutzen? Du weißt schon, um die Dinge etwas zu beschleunigen. Fast fertig. Oh, jetzt reicht's. Ja, das sollte gehen. Hm? Es hat nicht funktioniert. Okay, Flick, wir müssen jetzt los. Aber keine Sorge, wir sind wieder zurück, bevor sie merken, dass wir weg waren. Das wird der Renner auf dem Dschungelwald-Blumenspaß-Festival sein, Caper. Oh ja! Unglaublich, dass Sila unsere neuen Parfums in ihrem Schönheitssalon benutzen möchte. Schon bald können alle im Dschungelwald unsere blumigen Duftnoten ausprobieren. Also denk dran, wir wollen einen guten Eindruck bei ihr hinterlassen. Bleib einfach cool, okay? Yeah! Ja, und jetzt ein bisschen weniger cool. Weißt du, was noch hervorragend zu deiner Deko passen würde? Sage, Caper, ihr habt es doch noch geschafft. Willkommen in meinem Schönheitssalon. Oh, er strahlt so was Beruhigendes und Friedliches aus. Wir tun unser Bestes, nicht wahr, Treebody? Ja, das tun wir. Manchmal vielleicht etwas zu beruhigend.
Beachtet sie gar nicht. Sie bekommen unser Blumenspaß-Special. Das ist eine unserer entspanntesten Behandlungen. Ich sehe schon, eure Körbchen sind voll mit tollen Sachen. Was habt ihr mitgebracht? Wir präsentieren unsere brandneue, von der Natur inspirierte Parfumlinie mit dem Namen Blumenspaß-Sensation. Blumenspaß-Sensation? Ich liebe sie. Warte erst, bis du es gerochen hast. Ich muss nur... Der Verschluss klemmt anscheinend etwas, weißt du? Könntest du mir kurz helfen, Caper? Oh nein! Hey, das gefällt mir. Oh, Sila, das tut mir so leid. Lass mich das wegräumen. Ist schon okay, Sage. Kein Problem. Atme durch und entspann dich, während Treebody und ich einen Fischmob holen. So viel zu, wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Lass uns das aufräumen, bevor sie zurück sind. Los, schnell, schnapp dir ein Handtuch. Yes. Oh nein, Caper, schnell! Wow, gut gerettet, Caper. Schrecklich! Wo hab ich den Wischmopp nur hingetan? Yummy! Das war der schönste Besuch aller Zeiten. Wir würden euch gern eine Freude machen, um uns zu bedanken. Oh, das ist ja so lieb von euch. Aber wir haben euch immer sehr gern bei uns. Ihr müsst euch dafür nicht extra... Wir machen was Süßes! Gute Idee, Twist! Ich backe einen Abschiedskuchen mit frischen Zutaten aus der Region. Ihr wisst schon, mit Sachen, die man nur hier im Dschungelwald bekommt. Wir machen etwas Süßes. Tja, da du es gerade erwähnt hast, ich wollte eigentlich immer schon mal wissen, wie diese Sternfeuerbeere wohl schmeckt. Was ist eine Sternfeuerbeere? Ich werde sie dir zeigen. Es handelt sich um eine mysteriöse sternförmige Frucht, die versteckt tief im Dschungel wächst. Sie ist so selten, dass niemand weiß, wie diese Frucht schmeckt. Das ist perfekt. Und ich weiß auch schon, wie wir sie finden werden. Twist, ich brauche einen Schraubischlüssel und einen Schraubischraub. Tada! Mein Früchtegeruchserkenner wird dieses seltene Früchtchen für uns erschnüffeln. Er muss sie nur einmal riechen. Hast du den Geruch? Da geht's ein! Gute Idee, Kompass. Deine Popcornspur zeigt uns nachher. Den Weg zurück! Die Sternfeuerbeere könnte hier drin sein. Gut. Ich bin hungrig. Da ist irgendwas Fusseliges. Vielleicht ist das eine Kiwi. Ups. Eine Frucht wächst denn an so einem Busch? Autsch! Fühlt sich an wie eine Kaktusfeige. No. Eher wie Stachelschweine. Gut, dass ich das Ding wasserfest gebaut habe. Ich sehe hier aber nirgendwo Früchte. Vielleicht unter Wasser, so wie Preiselbeeren. Die wachsen in Sümpfen. Ich fühle irgendwas Raues und Schuppiges, so wie eine Ananas. Merkwürdig, die wachsen doch gar nicht unter Wasser. Vielleicht sind das...
Hey, sieh doch! Kreiselbeeren! Ah, dafür haben wir keine Zeit! Die Baby-Alligatoren holen auf! Ich schätze, das Ding funktioniert nicht. Und es geht weiter.